Bin ich leise? Bin ich leise? Was, was? Bin ich leise? Nein, du hörst dich so an, als würdest du einfach... Also doch, ja, doch schon ein bisschen. Berichtserklärung, ja? Jetzt besser, jetzt besser. Ja, jetzt besser. Was war denn das Problem, hä? Ich weiß nicht. Idiot. So, was hast du heute gemacht? Ganz lustige Geschichte. Ich bin aufgestanden. Und, dann? Und auf einmal, weißt du, ich stehe so auf meinem Bett. Kennst du es doch, wenn man so nackt schläft, ne? Was? Ja, schläfst du nie nackt? Nein, Mann. Oder, auf jeden Fall, ich bin nackt aufgestanden, ja. Auf einmal meine Eier klatschen links zur Seite, ja. Ich sehe nur das Gesicht von deiner Mutter, wie sie freudig auf mich wartet. Die alte Hure. Und was hast du so gemacht? Willst du mich verarschen, du Wichser? Nein, nein. Ich dachte, wir erzählen uns jetzt, was wir am Vormittag gemacht haben. Ich bin aufgestanden und hatte dasselbe aber mit deinem scheiß Vater, du Wichser. Ja, kein Problem, wenn du Popo-Pirat bist, ja? Ich sag dir nur von vornherein, ich stehe nicht so darauf. Und was hast du denn letztens gesagt, hä? Was denn? Ja, dreckiger Wichser. Mit ja, Bruder, wenn ich Augen zumache und mir vorstelle, dass das Jennifer Lopez mit ihrem Botox-Lippen ist, wo ist das Problem? Scheiß auf dich, du dreckiger Wichser, Mann. Scheiß auf dich. Ja, scheiß auf dich, Mann. Scheiß auf dich. Ja. So, ja, hey, okay. Gibt's hier irgendwelche Gangs, Alter? Keine Ahnung, ich bin hier nie wach. Was mit Tasty, dem Wichser? Ruf ihn an. Ich hab seine Nummer nicht. Ja, warte, ich ruf ihn an. Ist der wach? Keine Ahnung. Sehen wir gleich. Ich glaub nicht, Mann. Ja. Nee, nee, ist nicht wahr. Verdammt. Was machen wir jetzt? Verdammt. Oder Geisterstadt alles. Auch Dortmund. Dortmund bodenlos. Ich hab ne gute Idee. Ich hab einen Platzverweis bei der Polizei. Ja, dann. Willst du Verfolgungsjagd oder was? Wie schnell fährt die Karre? Knapp 300. Der ist halt untuned. Da kann man mitarbeiten, Leute. Der Traum in der Stadt, Bruder, schnellste Beschleunigung gefühlt. Wo ist denn die Karre überhaupt her? Die habe ich von Avatar. Ja, was? Ja, ja. Sehr großzügig, der Mann. Oh, den würde ich auch gerne. Sorry! Aber wollen Sie mich gerade verarschen oder was? Es tut mir leid, Mann, tut mir leid. Bleiben Sie mal stehen, bitte. Was? Bleiben Sie mal stehen. Ja, ja, kein Problem. Was ist denn los? Fahren jetzt wieder auf die Gegenüberseite und bleiben Sie stehen, ja? Okay. Kann sie doch! Ja, was ist denn los, Herr Officer? Ja, bleiben Sie einmal bitte stehen. Dieser Hurensohn. So schnell ging das, oder was? Denkst du, wir kommen vor dem Lambo weg? Ja, ja. Nein, niemals, Bruder, der fickt uns. Ach was, echt jetzt? Nein, ich weiß nicht. Bist du ein guter Fahrer? Ja, eigentlich schon. Warte mal, ist der schneller als wir? Ey, ich zahle eine Strafe nach der anderen, Mann, ich werd pleite! Fahr ruhig weiter, alles cool. Oh mein Gott! Oh! Ey, pass auf! Ey, das juckt die gar nicht, ne? Nein, nein! Pass auf, der Motor ist hier schnell gefickt.
Oh nee, ne? Also wirklich, du bist der Beste. Hilfe, ich wurde ins Geisel genommen. Hilfe! Du dreckiger Wichser, dass du dich nicht schämst. Hilfe, bitte helfen Sie mir. Ich bin die Geisel. Hilfe. Helfen Sie mir bitte, aber nicht schießen. Bitte. Bleiben Sie sofort stehen, Sie haben keine Chance. Verdammt, Alter, warum ist hier auch ganze Polizeiarsenal, Mann? Bitte, halt doch an, bleib stehen! Nein, 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 ich fick dir jetzt. Guck. Okay. Als wir gefickt sind, ich bin ja safe raus. Wenn deine Karriere zu langsam ist, ne, ich raste aus. Ja, endlich haben sie es geschafft. Ich danke ihnen. Warum denn nicht? Oh, Hände hoch. So. Ich bin die Geisel. Natürlich, natürlich. So, ich wurde als Geisel genommen. Bitte? Ist gefahren, Mann. Ich wurde gefahren. Sie kommen jetzt einmal mit mir ganz kurz. So. Also. Was ist denn überhaupt passiert? Sie sind also die Geisel, ja? Ja. Also wir haben den Falschen? Ja. Hey Louis, wir haben den Falschen. Ich bin die Geisel, Mann. Ich hab nichts gemacht. Okay. Vertrauen Sie mir doch, Alter. Ich kann das jetzt nicht... Ah, fuck. Ich glaube, wir haben den Falschen. Haben wir die Geisel? Oder ist das hier der Täter? Er sagt, er ist die Geisel. Guck mal, er hat... Ich schreib das um, ja? Also, okay. Es war so. Er hatte eine Packung Kaugummi, ja? Ja. Und... Er hatte noch ein Stück übrig. Ja. Und da hat er gesagt, fahr von den Cops weg, sonst kriegst du dein Kaugummi nicht. Okay. Da musste ich fahren. Ich wurde als Geisel genommen. Okay, wir holen mal kurz einen Kollegen dazu. Das ist wegen einem Kaugummi. Ja, wegen einem Kaugummi. Also sind Sie unschuldig? Ich bin unschuldig. Ja. Es war ein 5-Gramm-Kaugummi, Mann. Welcher Geschmack? Wassermelone. Ich nehme mal ganz kurz Ihren Personalausweis, ja? Ja. Herr Sosa, Big Sosa. Arbeitslos. Ja, arbeitslos. Sie sind arbeitslos? Ja, ich habe keinen Job. Ich werde Sie einmal kurz durchsuchen, ja? Ja, machen Sie das. Ich hab nichts Verletzendes dabei. Kabelbinder, Kühlpack, Schere. Was machen Sie damit? Mit der Schere? Bauen Sie Bomben oder so? Ob ich Bomben baue? Ja. Nein. Okay, aber wofür brauchen Sie dann einen Kühlpack und eine Schere? Ja. Scheiße, mit mir haben Sie mich erwischt, Alter. Okay. Wir nehmen den einmal mit aus PD. Der hat Dreck am Stecken. Ey, Mann, ich mach gar nichts, Alter. Ey, yo! Wir müssen sie jetzt einmal mitnehmen. Mit dem Kühlpack und mit der Schere baue ich Bus. Bus bauen. Ja. Das geht ganz anders. Das wissen wir sehr gut, wie das funktioniert. Wir bauen jeden Abend Bus. So, einmal bitte ins Fahrzeug rein. So. Scheiße. Nur wegen dir, Voicecrack. Du dreckiger Wichser, Mann. Schnur in der Hölle. Ja. Ich rasier dir deinen Arsch, Mann! Ich rasier dir deinen Arsch, Mann! Haben Sie einen Songwunsch oder sowas? Nee, dürfte ich da was vorschlagen? Ja, schlag mal vor. Okay. Ich würd's einfach. Okay, also. Okay. Hermann! Keine Frage. Was ist Skorpion? Prostitution. Einfach nur ein, also wirklich ein absoluter Banger. Absoluter Banger. Absoluter Banger. Der, absoluter ist doch, Banger. Der war doch Billboard, Platz 2, oder nicht? Ich glaube schon. Der Typ ist auch tatsächlich, also jetzt nicht mehr in seiner Prime, aber früher war er extrem erfolgreich. Ja, Mann. Waren Sie schon mal hier im PD? Nee, sehe ich das erste Mal. Okay. Gut, also wir haben leider nicht so ein gutes Programm hier, sag ich mal. All inclusive ist das hier nicht, ne? Ja, was? Ach, ehrlich?
Ja, leider nicht. Das Essen hier ist auch sehr scheiße. Dafür haben sie das Glück, dass sie komplett alleine hier sind. Ja, warum das denn, Alter? Weil die anderen Gefangenen nicht hier sind. So, ich nehme sie einmal kurz mit, ja? Ja, machen sie. Gut, sind sie zufällig Kiffer? Nein. Gut, weil wenn sie Kiffer wären, würde ich sie jetzt so oft tasern, bis sie nicht mehr aufstehen, okay? Warum? Ich hasse nämlich Kiffer. Kiffer sind der Schmutz in diesem Staat. Jeder Kiffer kriegt von mir einen Warnschuss in den Kopf, ist das klar? Jeder, nee, der Gras besitzt oder kifft, gehört ins Gefängnis. Eingesperrt, die Kinder weggenommen, die Finger gebrochen. Nee. Ganz klar. Ich kiff nicht, Mann. Ich nehme nur ein bisschen Schore. Schore? Was? Was ist das? Ja. Was ist Schore? Schore. Ja? Ja. Okay, ich frag mal kurz den Kollegen. Kollege? Ja, bitte. Was wird dem Mann jetzt vorgeworfen, Herr Lodders? Schwerer Eingriff in den Straßenverkehr, können Sie ihm direkt Ihren seinen Führerschein geben. Warum mein Führerschein, du Wichser? Hä? Der Mann sagt, trau dich herein, Mann! Schore. Nimm ihn! Was denn ab? Er raucht Schore, hat er gesagt. Schore. Schore, Drogen nimmt er. Schore. Nein, also Mann. Ist er unter Einfluss noch Auto gefahren oder was? Haben Sie gerade Schore geraucht? Nein. Wie, haben wir eine Möglichkeit, das zu testen? Warte, ich weiß nicht, ne. Ich hab lange nicht mehr geraucht, Mann. Ich bin auf Entzug. Schwerer Eingriff in den Straßenverkehr auf jeden Fall, der hat mich mehrmals gerammt und Sie haben ja gesehen, wie der gefahren ist, ne? Schwerer Eingriff in den Straßenverkehr auf jeden Fall, mehrmals gerammt, okay. Deine Mutter ist ein schwerer Eingriff auf den Straßenverkehr, wenn sie rückwärts läuft, du... Der Herr Lotters hat keine Mutter mehr. Ja. Ja. Wissen Sie das jetzt? Ja, bitte. Nein, ich will nur die Angriff... Ja, genau. Also gut, also schwerer Eingriff in den Straßenverkehr, das war's? Sieht so aus, ja. Dafür nehmen wir doch keinen mit aus PD. Doch schon. Ja? Okay. Das kann man, muss man aber. Okay. Nicht. Haben Sie schon eine Akte bei uns? Ja, Big Source, schauen Sie nach. Ich glaube aber nicht. Ich habe noch nicht so Kriminelles hier gemacht. Sind Sie neu hier im Staat oder wie? Ja. Schon ein bisschen länger, aber ich bin normalerweise ein ganz normaler Bürger. Ich baue normalerweise keine Scheiße. Außer wenn Sie halt dann tatsächlich unter Drogen ein plus Kaugummis nehmen möchten, richtig? Das war kein, ich habe keine Drogen heute genommen. Okay, Big Source. So. Woher kommt der Name? Große Soße? Big Sosa? Ja. Guck mal, ich hatte mal eine Nacht mit ihrer Mutter. Mhm. Und am nächsten Tag hat sie gesagt, ich hatte Big Sosa im Gesicht. Und danach habe ich mich Big Sosa genannt. Ah, Chlamydien. Sie haben also Chlamydien. Okay, perfekt. Das vermerke ich in der Akte. Ja. Gut. Eintrag hinzufügen. Ja, das machen wir. Aber wenn nur ein Bußgeld. Müssen wir da eigentlich... Nee, oder? Eigentlich muss der gar nicht in Haft, ne? Nee, muss er auch gar nicht. Morgen. Perfekt, Alter, jetzt kann ich rausgehen und das weitermachen, was ich immer gemacht habe. Ja gut, aber Sie haben ja keinen Führerschein mehr, Sie dürfen ja dann gar nicht mehr fahren, ne? Entschuldigung. Also bitte nicht so... Warum wird mein Führerschein weggenommen? Was soll die Scheiße, Mann? Wie, warum wird Ihr Führerschein weggenommen, Alter? Wollen Sie mich verarschen? Wie, warum? Nein, ich will Sie nicht verarschen, Mann. Stell dir vor, Sie haben nur noch einen verfickten Kaugummi. Five Gum. Wassermelone. Weißt du, was sie dafür machen würden? Sie würden ganz andere Dinge machen dafür. Sie würden vorher ganz andere Dinge kauen, um den Kaugummi am Ende zu kauen. Kommt echt auf den Geschmack an, ne? Kriegt der Mann auch noch irgendwie Flucht oder sowas? Ja, klar. Flucht, der ist ja von uns geflüchtet, genau. Ich bin nicht geflüchtet. Willst du mich verarschen? Ich glaube, er ist zufällig in den Gegensatz. Ich bin nicht geflüchtet. Ich bin gefahren und sie sind mir näher gefahren. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ach stimmt, Sie haben recht. Ja, genau. Ja, ich glaube, wir sollten ihm als Belohnung 5000 geben, oder Herr Wolter? Ja, und alle Schusswaffen, die wir haben. Ja, und, genau, und die Nummer ihrer Mutter. Am besten noch ein RPG oder so mit, oder? Ich will die ganze Zeit die Nummer von meiner Mutter haben. Ich finde das sehr, sehr seltsam. Nein, ich meine nicht ihre Mutter. Die Nummer von ihrer Mutter habe ich schon. Der Typ hier vorne. Meine Mutter ist bedeutend älter als sie. Das ist ja das Geile, Mann. Ich glaube, meine Mutter würde sie zusammenfalten, ja? Also, bitte. Ja, was soll die Scheiße, Mann? Warum hätte ich sie jetzt eingebracht? Vorhin wurde noch gesagt, ich kann hier raus. 2450 Dollar Haftstrafe. Wie viel? Ui. Wer wollte das? 2400? 2450, ja. Scheiß drauf, Alter. Ich habe eh 40.000 auf dem Konto. Okay, gut. Geben Sie ihm noch nicht die Strafe. Ich muss noch irgendwas abklären, weil der Beifahrer was gerade Wichtiges genannt hat. Ach so. Meinen Sie, das ist jemand, der nach unten muss? Gut, ich gehe das einmal abklären, ne? Ja. Was läuft denn hier für ein Film, Alter? Vielleicht müssen wir den nach unten bringen. Ey, ich heb keine Seife auf. Oh, ich glaube lieber schon. Ich glaube, langsam wird das hier zu viel, dreckigen Weg. Hört mir zu, ja? Ja. Ich wollte einen Kaugummi haben. Kaugummi habe ich nicht bekommen. Okay. Bin weggefahren, ihr seid mir daher gefahren. Sache geschildert. Ich komme hier gleich raus. Wir gehen alle, wir haben alle unseren Seelenfrieden. Ihr geht euren Weg, ich gehe meinen Weg.
Und wir sehen uns nie wieder. Und ich mache euch auch keinen Stress mehr. Aber wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Ich meine, Sie sind Krimineller. Wie kriminell, Mann? Sie sind Krimineller, Sie nehmen... Ich war noch nie hier im Gefängnis, Mann. Aber für alles gibt's ein erstes Mal. Ist doch schön. Ja, natürlich. Ich meine, aber renoviert. Es reicht doch wieder. Also wir haben ja hier auch umgebaut, sag ich mal, ne? Doppelbetten und so, hier kann man Bus bauen, wenn man dann Laken hinhängt. Ey, yo! Wenn man will. Wenn man will, muss man nicht. Komm mir nicht mit Bus bauen, du Wichser! Okay. Sollen wir die Lichttherapie machen, Louis? Die was? Die Lichttherapie. Die könnten wir machen, ja. Play better. Keine Lichttherapie, Mann, was soll die Scheiße? Monate schon bestes Epic. Ey, yo! Der Beste. Ey, yo! Er wollte das. Ja? Kommen Sie mal kurz. Ja. Ist das der Geiselnehmer? Ich glaube schon, ja. Nein, ich bin kein Geist. Das war mein Kollege, Mann! Mr. Voicecrack! Toni Richter sein Name, ich weiß, wie er heißt. Das ist keine Geisel. Okay, erzählen Sie mal kurz die Sachlage, was hier abgeht. Dieser dreckige Wichser. Dieser Ehrenlose, ja, erzählen Sie weiter. Wegen einem Kaugummi. Konnten Sie irgendwelche Waffen feststellen oder irgendwas jeglicher Art? Play better, Schoge. You fucking noob get. Ich glaube, das ist Code für Crack oder so. Ich glaube, Schoge ist sowas wie Marihuana. Also so. Er ist ein notorischer Kiffer. Ich hatte... Ey, ihr dreht hier was. Ich hatte keine Schoge dabei. Nein, aber er raucht Schoge oder er nein, ist... Nein. Macht einen Test, Mann. Ich habe lange nicht mehr geraucht. Gut, nee, Tests machen wir hier nicht. Wir müssen halt anders damit umgehen. Leuchten Sie in die Augen, schauen Sie mal, ob die Pupillen reagieren, irgendwie so in der Art, dass ihr... Ja, Mann. Wolters. So, dann drehen Sie sich bitte noch einmal um. Ich muss Ihnen jetzt einmal kurz in die Augen leuchten, ja? So, ich stelle Sie nochmal kurz. Lieber mit oder ohne der Sonnenbrille? Ohne die Sonnenbrille natürlich. Ja, okay, gut. Nehmen Sie mal die Fußfesseln ab. Und bleiben Sie mal bitte stehen, ja? Können Sie die Sonnenbrille einmal abnehmen, bitte? Warten Sie. Die Sonnenbrille einmal ab. So. Dann sprechen Sie mir bitte einmal nach, ja? Ich habe eben Drogen konsumiert. Okay. Er kann es nicht nachsagen. Ich kann es nicht einschätzen. Also die Pupillen reagieren nicht so gut. Nochmal. Okay, ich habe Drogen konsumiert. Deine Mutter gefickt. Gut, Herr Wolters, kommen Sie raus. Das bringt alles nichts mit dem Mann, glaube ich. Ja. Gut, Sir. Ja, wir besprechen uns erstmal. Ey, was soll das, Mann? Ich muss hier raus, Alter. Ey, kommen Sie mal mit, Officers. Ich sitze hier schon viel zu lange, Mann. Ihr seid die realen Gangster. Drehen Sie sich um, Kollegen. Gut. Herr Wolters, gehen Sie da rein und nehmen Sie den jetzt einfach fest. Gut. Komm rein, wenn du dich traust. Sagen Sie uns, wenn Sie fertig sind, ja? Sosa. So, Hände werden nicht gewaschen, weil Sie müssen mich anfassen, Sie Wichser. Wollen Sie Ihre Schuhe, Ihre Hose wieder anziehen, oder? So, ihr wird. So. Alles gut, okay, gut. Dann, Louis, machst du den Rest der Akte fertig? Ja, okay, kann ich machen. Ja.
Hören Sie bitte auf, Sie können mich nicht schlagen. Ich stehe hinter den Gittern, das funktioniert doch gar nicht. Wie wollen Sie denn? Sie treffen mich doch gar nicht. Sie hauen sich doch hier die Hände kaputt. Hören Sie doch bitte auf. Herr Sosa. Lassen Sie das. Herr Sosa, bitte beruhigen Sie sich. Entweder auf die harte der Tour die oder auf die leichte Tour. Glaub, der... Wählen Sie dich jetzt um. Oh nein. Herr Sosa, wir nehmen Sie jetzt fest. Wollt das machen wir das, ja? Wenn irgendwas passiert, wir sind Herr dabei. Sosa, ich nehme Sie jetzt einmal fest. Das reicht jetzt mit Ihrem Verhalten, ja? So. So, Sie wissen, was er für Strafen bekommt, ne? Können Sie ihm auch gerne nochmal sagen. Also, Herr Sosa, Sie kriegen jetzt nochmal zusätzlich zu den ganzen Strafen, die Sie schon bekommen haben, noch mehr Strafen, ja? Warum? Nein, das ist ein Fehlverhalten. Nein, das ist ja richtig, weil ich hatte ja schon die eine Akte geschrieben. Jetzt müssen wir noch eine aufmachen. Für was? Was habe ich denn noch vergeigt? Ja, dann sollen wir die andere einfach bearbeiten. Ja, machen Sie das. Die andere bearbeiten? Ja, genau, Alter, du Scheißkopf, Alter. Kannst du irgendwas? Ich bin noch in der Ausbildung. Bitte seien Sie so nicht zu mir, bitte. Merke ich, Alter. Okay, also, dann kommt dazu nochmal die Freiheitsberaubung, richtig? Ja. Was für eine Freiheitsberaubung? Von ja, ihrem Beifahrer. Der Beifahrer ihren... ging ich, das war keine Geisel, der hat euch verarscht. Ihr seid einfach Alter, verdammt nochmal dumm, Alter. Der Name wäre noch schwerer ausgefallen für Sie. Das ja. Es war ein Kollege von mir, der Sie verarscht hat, weil Sie dumm sind. Wenn er gegen Sie aus. Das war sogar, gucken Sie auf die Karre. Das war sein Auto. Gucken Sie das Kennzeichen an. Dann ist das ja auch Diebstahl. Nein, Mann, er hat mich abgeholt und hat gesagt, ich soll fahren. Er hat uns gesagt, dass Sie das Fahrzeug geklaut hätten. Ja, und ich hab dir gesagt, dass ich deine Mutter gefickt hab, Mann. Okay. Gut, Herr Wolters. Dreckiger Wichser! Ja, mach weiter jetzt! Gut, alles klar. Wir würden jetzt einfach die Akte bearbeiten, sag ich mal. Und dann machen wir noch die Freiheitsberaubung dazu. Ey, yo, warte mal, drehen Sie mich mal um. Hey, warum? Ich mag das nicht so in Richtung, weißt du, so Wand zu gucken. Deswegen, okay. So besser? Ja? Yeah. Okay. Ich kann die Akte leider nicht bearbeiten. Ich muss noch. Sie haben sich selber angespuckt. Sie sind voller Spucke. Ich hab dich, Wichser, angespuckt, Mann. Siehst du das nicht? Dein Fleck auf deinen scheiß Dreckshemd? Ja, war schon vorher da. Achso. Also ich müsste eine neue Akte dafür aufmachen, glaube ich. Ja gut. Machen Sie, wie gesagt, machen Sie das einfach schnell, geben Sie dann die Strafe und dann das Wort einfach. Also, das war jetzt Freiheitsberaubung und der Diebstahl oder was, ne? Laut Aussage von dem Kollegen, ja. Okay, gut. Ich beraub gleich deinen Arsch, Mann! Okay. Hören Sie das? Was ist das? Guck mal, genial. Wer hat denn den Fernseher hier angelassen? Was ist denn jetzt reingeholt? Ist das South Park? Mach mal das Ding aus. Wolfgang versteckt dich sehr gut. Dieser scheiß Copnet lädt nicht. Kollege. Autonom, danke dir für dein Haus mit 8 Zuschauern. Ich kann es nicht eintragen. Ich fick dieses Copnet. Das funktioniert nicht. Bei Gott, ich dreh durch! Mann, okay. Alter, was ein Praktikant. Alles klar, verstanden. Okay, wie viel sind denn das an Strafe noch zusätzlich? Ist das dann 3000 Höchststrafe einfach, oder? 3000 Höchststrafe, ja. Okay, gut. Sie kriegen jetzt von mir eine Strafe von 3000, ja? Mach, was du willst, du Wichser, Mann. Ja, das mache ich sowieso. So, und jetzt gebe ich Ihnen noch die Hafteinheiten, ja? Ich glaube, das sind noch so, ich glaube, 10 Minuten oder sowas sollte reichen. Nee, die 10 Monate. Das passt. Wichse. Wichse? Nein. Wie heißt der Typ? Big Sosa. Große jetzt sind meine Handfesseln ab, Mann. Das sind Fußfesseln. Ja. Go play. Muss nicht sein, ne? Hey, rein da! Sofort rein. Play better. Sehr, sehr peinlich. Aufhören! Ich habe auch eine echte Pistole. Hören Sie jetzt auf! Hören Sie auf, Herr Sosa! Sie dreckiger Wichser, Mann. Also Sosa, dann. Legen Sie das Messer weg, Sosa. Besser so. Was für ein Messer, Alter! Schönen Tag, ja? Und hören Sie auf, Geschore zu nehmen. Es reicht. Warten Sie, ja? Ich habe noch eine Frage. Ja? Die Nummer meiner Mutter kriegen Sie nicht. Herr Sosa? Och nein, och nein. Herr Sosa, bitte. Herr Sosa! Und seht ihr das hier, Wichser? Ja, ich fotografiere Sie gerade. Ja, das mach kommt das. An die Presse. Ja, mach. Fotografier die Scheiße, ne? Der ist ja klein. Ja, aber trotzdem stehst du meiner Pisse, okay, du Vollidiot. Das ist ja ekelhaft, ja gut, wir sind hier fertig. Schönen Tag noch, Herr Soße. Verpissen Sie sich, Mann. Schönen Tag noch. Verflucht sei Perry, das Schnabeltier! Schönen Aufenthalt. Verpisst euch!
Wie geht's dir? Ich glaub, der ist weg. Ah, hey, what's up? Was geht, Alter? Wie geht's dir? Was treibst du so, hä? Nicht viel, Alter, was treibst du denn so? Wer ist das denn mit Maske? Ach so. Hallo, ey, Herr Officer. Ja. Ich wurde doch gerade. Achso, warte mal. Sie sind doch derjenige, der mich gerade festgenommen hat, oder? Sehen Sie 29 da oben? Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall die eingesperrt, ne? Kann ich kurz mit ihr reden? Ja, aber nur mit Kollegen, ne? Jo. Nee, kommen Sie hier vor. Ich würde kurz mitkommen. Patrick, meintest du nicht gerade, der Kopf wäre ein Hurensohn? Stellen wir es jetzt hier hin, oder wie? Sehen Sie das? Ja, was wenn denn? Ich doch so der Geiselnehmer wäre von dem Typen da vorne, warum gehe ich zu Ihnen und rede ganz normal mit ihm? Vielleicht hat sich die Situation erst geklärt, sage ich mal, oder? Nein, Mann. Hören Sie mal ein Gespräch von mir und ihm, okay? Okay, alles klar. Sie ein bisschen leiser sprechen da drüben, das wäre sehr nett, vielen Dank. Hey, Wolfgang, hast du eine Karre? Nein, aber Cedric. Und dann lass die Karre nehmen. Ja, das sind Zweisitzer. Hast du keine keinen Viersitzer? Doch, hinten, aber ich habe keine 750 Dollar. Nehmen wir jetzt hier die Aussage weit. Herr Voice Crack? Hä? Diesen Mann hier mit der Brille, kennen Sie den? Der mit der Brille? Ja. Nein. Das hört sich aber so gar nicht an. Ich habe das Gefühl, dass Sie eben eine Falschaussage getätigt haben. Das ist das gar nicht Ihr Geiselnehmer. Sie scheinen ja befreundet zu sein mit dem Mann. Nee, haben Sie eben gelogen, Herr Voice Crack? Nein. Herr Voice Crack, nehmen Sie mal bitte die Hände hoch. So, jetzt einmal umdrehen rüber an die Wand, Herr Voice Crack. Sowas können wir nämlich gar nicht haben. Ich heiße Herr Richter. Sie werden die ganze Zeit von dem Mann Herr Voice Crack genannt. So, ich werde Sie jetzt einmal in Handschellen legen, ja? Warum zieht ihr euch gegenseitig, Idioten? Er hat angefangen. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Weil der Wichser gesagt hat, dass ich ihn als Geisel genommen habe. Aber sowas macht man nicht unter Brüdern. Ja, verstehe ich auch nicht. Sowas macht man nicht unter Brüdern. Alles klar, und deswegen haben wir Ihnen die Strafe jetzt für ihn gegeben, oder was? Warum machst du das? Ich habe keine Falschaussage getätigt. Hallo? Nein, ich habe nicht gelogen. Du hängst mit dem da rum? Ich habe nie gesagt, dass er mich als Geisel genommen hat. Hast du den Rucksack dabei, weil du so viel Aspirin Tabletten brauchst? Jetzt mal sofort alle hier auf rumzuschreien, ich hab Joghurt ansonsten Rucksack. Kriegen sie ein Bußgeld. Ich möchte eine Entschuldigung vor der Polizei. Ich wurde so unrecht verurteilt. Warte, geben Sie mir kurz eine Sekunde. Hallo? Ich habe nichts gemacht, hallo? Kann diese Polizei retten, ist das wirklich? Das ist mir scheißegal, ich lasse sie aussehen. Ich habe nichts gemacht. Falscher Sorge, 1050 Dollar. Ja, die kann ich zahlen, wenn es sein muss. Der Mann kriegt seine Strafe. Weniger kostet ihre Mutter ja auch nicht. Ist ja auch egal. Ich lasse jetzt gehen und dann möchte ich sie heute auch hier nicht mehr sehen, ja? So, wunderbar. Dann haben wir das jetzt geklärt. Ja. Dann können Sie jetzt beide ins Auto steigen, der Mann hat einen Strafzettel bekommen und dann sehen wir uns im besten Falle nie wieder, oder? Alles klar, auf Wiedersehen, die Herrschaften, ja? Dankeschön. Nicht den Mittelfinger zeigen. So, Sie gehen jetzt einmal weg, Sie haben Platz dabei. Den Mittelfinger runter. Ja. Den Glückspilz. Sie gehen jetzt auch weg. Den Mittelfinger runter, hören Sie auf. Wichser seid ihr. Ja, Sie können uns auch kreuzweise. Öffentlichen Ärgernisses, hören Sie das sofort auf! Aufhören! Aufhören! Ich entschuldige mich für dieses Fehlverhalten dieses Mannes. Hol mal einen Viertürer, du! Warte, ich hol einen. Habt ihr Geld? Mach mal die Karre auf, ich hol einen Viertürer. Elite OG, danke dir für deine 4 Monate. Drin. Wie mache ich nochmal ein Tempolimit? Wo ist denn dieser scheiß Knopf hier? Da vorne auf dem Dings-Dick. Okay. Oben links, genau da. Polacke, danke dir für deine 3 Monate. Chris White, danke für deine 2 Monate. Sim, danke für deine 2. Raphael, danke für deine 4.
Chris Zoom, danke dir für deinen Prime. Lars, danke dir für deinen Prime. Ich küsse eure Herzen. Danke, danke, danke. Für den Support heute. Aber Family Life. Wieso warst du Knast? Ja, weil Wolfgang mich gesnitcht hat. Warum macht ihr das so zueinander? Er hat das gemacht. Zu lang warten. Scheiß auf Voice-Crack. Die nicht auf. Doch, dann musst du aussteigen für Habibi. Ach so. Dann steig schon mal hin. Ja, genau. Rein damit. Wie geht's dir heute? Gut, und dir? Auch gut. Freut mich. Wie heißt du? Nico. Nico? Ja, und du? Big Sauce. Okay. Was willst du für eine Farbe? Geh mal ein bisschen durch. Ja, aber die fällt dir. Matt sieht bei einem Urus ganz cool aus eigentlich. Ja, das stimmt. Oh, das ist es. Das ist es, ne? Das ist es. Okay. So. Warte mal, ich repariere den mal gerade, dann sehen wir wenigstens noch die Scheiben, ne? Ja. Okay. Dann muss ich gerade aussteigen. Muss ich aussteigen? Ja, ja. Dann repariere ich den gerade, dann sehen wir auch die Scheiben. Das sieht schon wild aus. Mit dieser... Was ist das für ein Blau? Türkis ist das. Wo ist denn das Türkis, Alter? Bist du ein Farbenblind? Normal ist das Türkis. Na, das ist doch kein Türkis. Das ist pink, Alter. Wo pink? Was laberst du, Junge? Das ist pink, Mann. Wer ruft mich jetzt an? Nein. Hey. Ja, was geht? Hallo? Wo bleibt ihr? Wir sind gerade unterwegs. Okay. Wir sind in einer Minute ungefähr da. Ja, okay. Bis gleich. Scheiben willst du auch tun? Nee. So, Kennzeichen schwarz ist schwarz. Nee, ist gut. So, Spoiler. Kein Spoiler dran haben, kein Spoiler, gell? Nee, Spoiler scheiße. So, mach mal Power scheiße. Ordentlich rein alles. Ja, soll ich hier Full Tune machen? Yeah. Ist günstiger für dich. Ja, yeah, Full Tune. Ja, alles klar. Dann kostet 3,5 und hast alles dabei mit Farbe, mit allem. Yeah, perfekt. Hola, Sosa, carnal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo hermano? Muchísimo muy grande. Was geht ab, man? Wie geht's dir, amigo? Was kann ich für dich tun? Lange nichts mehr gehört von dir. Wo bist du denn? Ich bin gerade beim, hier, bei diesem Autotyp. Komm mal nach Vespucci. Vespucci? Si. Ja, warte, ich ruf dich gleich zurück, hä? Adios. Eisenberg, danke für den Zockel. So. Siehst du am Dach irgendwas, ne, gell? Nee, bodenlos. Jerome, danke dir. Nice Flash. We pushing you, Flash.
Willst du andere Felgen drauf haben? Nee, nee. Mit dem Auto seht ihr mich in Real Life, sagt ihr? Aber ohne Führerschein dann. Ja, ey, wir, hallo. Ich hatte gerade einen Unfall. Wir sind in ungefähr 2 Minuten da, ja? Ah, Bruder, halt deine Fresse, hier kommt doch Heli. Doch, doch, wir kommen noch. Ja, ja, ja. Welche das ist. Doch, doch, wir kommen. Okay. Ja, bis gleich. Ja, du musst mir gerade nur sagen, welche das ist. Ja, wenn du die siehst, ja. Ja. Was denn? Du siehst die Figuren, die vorne sind, gell? Siehst du welche? Ja, ja, man sieht die. Ja, dann musst du mir so sagen, stopp, weil ich sehe die nicht. Achso, ja, ah, ich soll stopp sagen. Was sagst du eigentlich? Das ist meine Karre, du Wichser. Ich wollte da so eine Barbie hin platzieren. Ja, mach weiter. Jay-Z ist cool, zurück. Ja, Drake ist auch cool, mach Drake. Okay. Ist das Drake? Weil er sieht aus wie Drake, gell? Ja, ist Drake, glaube ich. Ja. Sieht aus wie 50 Cent. Halt deine Fresse, Mann. So. Oh, ulala, hallo? Hallo. Ach, du bist es da drin, ich sehe das gerade nicht. Guck von vorne hier. Nico ist da drin. Ja, Nico, wir müssen auf jeden Fall reden. Ich glaube, du hast mich im Funk gehört, oder? Nee, ich habe gar nichts gehört. Okay, wir müssen gleich nach deinem Tuning reden, bitte. Ja, ja, alles gut. Okay. Bei Benjis. Wir müssen auch nochmal reden. So. Ja, ja, das war es. Komm hier, ne? Versuch hier zu kommen. Was? Das war es, gell? Sonst kann ich nichts mehr machen, sonst ist cool. Ja, ich stell den gerade hin rein, muss 10 Minuten warten, gell? Ja. Tanzverbot hatte recht, die Zahlen gehen runter. Schreibt Tanzverbot 6969. Ich glaube, der Mann will wirklich mit Tanzverbot 69 machen. Ja. Hast du bekommen? Ja. Nee, hab ich bezahlt. Alles klar, ich ruf dich dann, ne? Ja. Alles klar. So, kommst du kurz vor? Ja, ja, klar. Müssen wir hier warten, oder was? Ja, wir müssen warten, 10 Minuten. 10 Minuten. Jo, 10 Minuten circa. Ich hab mal eine Frage, seid ihr Gangster oder seid ihr Mechaniker? Ihr beide. Ich bin Gangster, ich weiß. Mechaniker, Bruder, was sonst? Ja. Er sieht ja noch mehr Gangster aus als Gangster selbst. Ja, frag mich, Alter. Ja, normal, Alter. Ey, ist das nicht Toasty? Das ist Toasty, meinst du? Ja, tu, hab ich jetzt. Ey, Toasty! Hola, Sosa, ¿qué tal, amigo? Alles klar? Ja, alles klar, was machst du hier? Ich hole mein Auto ab, ich muss gleich zu die Barrio fahren. Ah, ist das dein Auto? Si, si, wie gefällt dir? Toasty! Gut, ja, du bist abgehoben geworden, du rufst dich mehr an und so. Was hast du denn da, du Lutscher? Hey! Hey, da war was gebogen noch, Alter. Also, wenn du irgendwas machen willst, dann mach das bitte draus, aber nicht hier in der Werkstatt, ja? Na, tut mir leid. Alles klar. Okay, Senior, kann ich die Auto rausfahren, ja? Ja, ja, ich fahr vor, ich mach dir da hinten auf. Langsam, langsam, langsam. Sosa, komm, geh mal von hier runter, du kleiner. Du kleiner. Okay, komm dann vorbei, Sosa. Muss jetzt schnell los. Hey, Emma, achso, wohin nochmal? Vespucci, Vespucci. Bei dir 58. Hat er gesagt, nach Vespucci? Ja. Yeah. Wir müssen noch Voicecrack abholen, der Arme, ja. Achso, ja, stimmt, weiß ich ruhig dann. Thank you.
Ey, Voice Crack, Mann. Ich hatte wieder einen Unfall, Alter. Ich bin eine Minute noch, ja? Bis gleich. Ich bin gleich da. Yo, Nico. Hä? Ich bin nicht Nico, Bruder. Wo ist denn Nico? Eine kriegt er auf jeden Fall, der Hundesohn. Komm mal her. Hey, Jungs. Hey. Jungs, beruhigt euch bitte. Wie heißt du? Ich bin die Emma. Emma. Wenn ihr euch nicht beruhigt, muss Emma, ich euch hier rauswerfen. Für dich alles, wirklich. Emma, wo ist Nico? Der wurde gerade gekündigt. Hä? Oh, der hat gerade noch sein Auto lackiert. Der hat doch gerade... Ja. Warum gibt ihr mir den schlechtesten Mitarbeiter, Alter? Hey, und jetzt gib mir meine scheiß Karre, die er wenigstens gemacht hat, Mann. Nein, das ist nicht dieser Will. Das ist nicht dieser Will Smith. Ja, aber wo ist jetzt meine Karre? Da musst du die noch rausfahren. Ja, ich fahr dir den raus in 8 Minuten. Ja, mach mal die auf, Bruder. Bitte. Perfekt. Danke dir. War das schon 5 Minuten? Jetzt sind es 8 Minuten. Robert Voice Crack. Ja, ich bin Cedric. Auf dem Würfelberg abgeknallt, Mann. Ja, von so Bastardkindern. Ja, das war nur einer, der eine. Weißt du noch, der Russe? Nein, nicht der Russe. Das war so ein anderer, so ein Gangster. Wer, Mann? Ja. Wie hieß der, Bruder? Ich hab seinen Namen nicht. Kenn ihn nicht. Ja, das. Ah, der hat doch schlecht getroffen. Hey, Jungs, Voice Crack, Baba Karre, ja? Haut rein, ja? Nein, Voice Crack, auf keinen Fall. Mach sowas. Mach sowas auf keinen Fall. Weißt du, was mit der Lackierung dann passiert? Was ist denn hier los, Alter? Hallo? Ja. Das ist mich schon zweimal post. Oha. Hallo, ich wollte nur die Karre haben, Mann. Hallo? Ja, oh. Oben steht ein Alter. Hallo? Ja, hallo? Einmal das Benny's verlassen. Ja, ich will doch nur meine Karre. Alle einmal raus, hier ist ein bisschen gerade gefährlich. Ja, was mit meiner Karre, Mann? Es muss eh noch trocknen. Einfach rausfahren. Bevor hier was passiert. Rauslaufen oder rausfahren? Laufen, sorry, habe ich versprochen. Okay, dann lass Hand in Hand raus. Nein, bitte nicht. So, raus. Ich bin nur mein Auto kurz auf. Und er der Größte, ja? Hey. Tasty meinte, wir sollen gleich zu. Wohin hat er gesagt, Vespucci? Was guck. So. Weiß nicht, siehst verdammt nochmal beschissen aus. Ich sehe aus wie Cousin, du Wichser. Ich würde gerade sagen, wie Cousin sein kleiner Crackbruder. Wo ist der denn überhaupt? Keine Ahnung, Mann. Yo, wer bist du? Hallo. Walla, ich hab hier gerade geschafft, die haben mich gekündigt. Ja, hab ich gerade mitbekommen, Alter. Die Keks, Alter. Walla. Warum wurdest du gekündigt? Ach, Korruption angeblich. Ja, schlechtester Mitarbeiter des Monats. Geh rein gleich und schlag die bisschen zusammen, ja? Am Arsch, Alter. Ich hab nix. Oder recht dich an dem, weißt du? Die können das nicht so machen. Du kannst doch nicht gekündigt werden und ohne Arbeit da rausgehen. Oder lass dir sowas doch nicht gefallen. Die hätten dir wenigstens Bescheid sagen können. Ja. Solche Hunde. So eine plötzliche Kündigung, ey, yo. Ja, weil eben einer kam, hat mir 500 Euro geboten, damit ich dem Auto 5 Minuten früher rausgib. Und das ist dann Korruption. Da Boxy wirklich behindert. Ja, rein da. Wegen 500 Dollar kündigen die dich? Ja, mein Auto steht oben, da ist mein Waff drin, aber ich komme nicht mehr rein. Dann würde ich dir erst recht ficken. Die haben dir dein Auto abgezogen. Also du wurdest mies gefickt, auf jeden Fall. Walla mies. Du kannst deine Kette auch direkt schon wegschmeißen. Kannst direkt Insolvenz anmelden. Hab ich schon gemacht eben. Bankrott. Also, Bruder, worauf wartest du? Ich glaube, wir werden dein Auto nicht mehr kriegen. Ja, renn da rein, verprügel die alle und hol dein Auto und fahr raus. Einfach rein und die verprügeln.
Ja, ja, und dann? Geh da einfach rein und hau dir rein, verprügeln, Rache zeigen, weißt du, ein bisschen Dominanz. Kann ja nicht sein. Präsent. Guck mal, du musst ein bisschen dominant sein, wenn du das nächste Mal irgendwo eingestellt wirst. Die machen genau dasselbe mit dir, weil die sich denken, du bist ein Lutscher und lässt dich einfach so ficken. Ich fick die noch, Walla, ich fick die noch. Ja, du gehst da gleich rein und nimmst sie auseinander. Viel. Aber im Endeffekt passiert nichts. Würdest du die wirklich ficken wollen, würdest du da jetzt reingehen? Oh, sag die Kleine drei. Einfach alle niederknüppeln. Wer bist du? Ich? Ja. Mich kannst du Daddy fürs Erste nennen. Wie? Daddy. Mit deinem langgezogenen Y, bitte, ja? Day? Y. Ja, wie spricht man denn Y aus, Daddy! Warum habt ihr Submo, also Submo drin? Junge. Nicht Day, Daddy. Ach, Daddy! Ja, du Daddy, Junge, Daddy! Ja, der muss mal deutscher reden. Seit wann ist Daddy denn deutsch, du Hund? Deutlicher, du Knecht! Ja, ja, sagt der zu mir, Mann. Also ich würde lieber nicht so groß reden, nachdem ich gekündigt wurde. Ehrlich so, Mann. Wer sitzt auf der Straße, du? Also, am Ende des Tages ziehen wir alle an selben Strang. Ihr seid alle arbeitslos, oder nicht? Nein, Mann, Ich bin Chefarzt. Ich lebe vom Staat seinen Nacken. Ja, okay. So, du gehst ja gleich rein und haust die Wichser da um, weißt du? Kleines Machtwort sprechen. Ja. Ohne groß reden, ja, du gehst da rein. Knüppelst die um und gehst wieder raus, ohne was zu sagen. Ja, genau. Ja. Vertrau uns, Bruder. Wir wurden schon öfter gekündigt. Ehrlich? Ja, ja. Aber uns zeigt man wenigstens Respekt, wenn wir gekündigt werden. Auf dich wird ja nur geschissen. Aber echt, ne? Ehrlich? Das sind die Bullen, ne? Hallo? Oh, elendiger Hund, der ist was. Was geht hier ab, bitte? Alles gut, das war gerade Kirmes. Okay, let's go. Kann ich schnell meine Karre holen und mich verpissen, bitte? Warte mal, ist das nicht Nico da vorne? Streifenwagen wieder, ja? Dog shit. Ich kann ich kurz meine Karre holen und mich verbessern, bitte? Wie lange braucht der noch? Ja, lasst ihm die Karre holen. Glaub mir, lasst ihm die Karre holen, komm. Ja. Danke. Ich hab mich nicht auf die Uhr. Also wie ist es jetzt mit der Lage wegen den Autos, die hier waren? Danke dir. Kein Thema. Darf ich rausfahren? Ich fahre dir eben vor die Tür und dann darfst du raus. Ja, okay. Ah, okay. Kann ich Ihnen helfen mit dem kaputten PD-Wagen? Wäre sehr freundlich. Ja, komm mit, komm mit. Könnten. Ey Mann, sorry fürs Warten, ne? Pass auf dich auf, Alter. Brecheisen dabei? Platz, Mann, mein Auto! Jo, entspann dich, Mann. Danke dir. Möchtest du bitte noch einmal kurz mit dem Parkwächter und dann viel Spaß damit. Mit welchem Parkwächter? Achso, ja. Da vorne steht einer. Scheiß auf den, ich sag. Kannst du dich mitnehmen? Ja, steig ein, Mann. Wo ist denn dein anderer Torte, Kollege? Nico, warte mal. Cousin. Ja, was ist? Ich brauch das Werkzeug zurück. Ach so. Warte. Hallo, Mama, du auf, bitte. Warte gerade so. Gib mir eine jetzt! Gib mir einfach eine damit jetzt! Alles klar. Mit dem Kennzeichen nicht. Hast mehrere dabei. Oh, verpasst ja, hier keine. Na, der muss mal ein- und auspacken. Ich kann dir auch eine Rohrstange geben. So, steig ein jetzt, Mann, ich muss los. Liegt auf Boden, ne? Mhm. Hau rein, Mann. Wo ist dein Crack-Kollege eigentlich? Muss ich mit dem Parkwächter reden, oder? Ja. Du musst das einmal ein- und ausparken. Ja, warte, mach ich da vorne. Er meinte mit einer Knarre, geht er da rein, ballert alle nieder und dann kommt er wieder raus und haut ab. Oh Mann. Alter! Korrekt, Bruder. Ey, wohin denn mit uns? Ey, Mann. Wer moddet uns denn die ganze Zeit? Say, can you see? Oh, at the dancer. Oha. Wow.
Boah, ich ertrinke, Jungs, raus hier. Hallo, ich muss meine Karre einparken. Hallo, ich will hier raus. Kann mich einer TP'en? Hallo? Och, Digga, ich muss meine Karre einparken. Einer muss mich TP'en, bitte. Oh, nice one.